Bitte diskutiere nicht mit dem Raid-Leiter, dankeschön. Kurz noch eine Sache wegen unserer Raid-Zeiten sonntags, ne? Dann sagst du mir Bescheid, dann legen wir da eine Pause hin. Okay? Verteilt euch bitte. Verteilen. Beide Seiten. Bomben machen. Habt ihr. Akbar! Allah Akbar! Was war das? Ich glaube, Alu Akbar gerufen. Was ist das denn bitte? Was ich ja schon mal grundsätzlich sagen kann, nach dem dritten Boss nehme ich jeden raus, der nicht in der Lage ist, 30.000 DPS zu fahren, ja? Weil das ist mit Gearstand 96 so derbe, easy going möglich. Wenn nicht, stellt euch an der Bossgruppe Lernspiel. Zitadelle ist gefallen. Rodan wartet. Bin ich gewillt, hier dafür ein Abend, dass das sich viel zu haben. Das ist drin. Wer den Finger haben will, würfelt bitte jetzt. 5, 4, 3, 2, 1, Dis. Ja, es sind leider Leute mit ID dabei. So, keiner möchte den Ring haben. Möchte jemand das Schild haben? Falballa, ja, deswegen haben die Leutchen heute auch eine Strafe gekriegt. 5, 4, 3, 2, 1, Adriane. Schreibst du auf, MJ? Danke. Füße, Kette. Midnight. Ich meine eher Leute wie Morgan Lafay. Als Beispiel. Ja? Also keiner die Füße. Ich hab nochmal das Schild. Wollte ja vorhin kein zweiter haben, also weg damit. Und dann gibt's den Streitkolben. Dass jemand, der in seinem Second Spec mitgeht, das vielleicht nicht kann, das ist mir bewusst. Aber bei den Leuten, bei denen das der Main Spec ist, da sollte das schon klappen. Und wenn ich alles sehr differenziert ansagen muss, dann brauche ich sehr lange. Also möchte jemand den Streitkolben haben? Nein. Was meintest du jetzt mit Strafe? Die Leutchen, die, es waren zwei Offiziere, die haben sich eine ID auf NRC und HC geholt. Die haben diese und nächste Woche komplett Lootsperre und werden nächste Woche deutlich was für die Gilde tun müssen. Das haben die Offiziere so als Strafe vermittelt. Wer tot ist, läuft rein, danke. Geht aus der grünen Scheiße raus. Konzentriert euch. Ist das nicht nur Akro von einem Mit? Wenn die dann keinen Loot bekommen? Nein, das ist nicht so lang. Weil, wenn du in einer Gilde bist, wo du auch eine Raid-ID hast, was machst du lieber? Gehst du mit deinen Main-Chars wirklich IDs mit fremden Leuten, obwohl du eingeplant bist zum Raid? Nicht wirklich, oder? Es kommt drauf an, ob man den Raid-Progress herantreiben hallo, will. Ich glaub, die Gildenleitung hat das entschieden und damit ist es so. Punkt. Bitte achtet nur drauf und denkt drauf, dass ihr eure IDs nur für die Gilde behaltet, bis Montag. Montag bis Sonntagabend. Ja, oder Sonntagabends direkt nach dem Raid, genau. Und rechts hoch, bitte. Go. Noch so für Kelly. Es gibt hier eine Satzung, entscheiden werde normalerweise ich die Dinge oder meine Office zusammen.
wenn eine Entscheidung getroffen wurde, diskutieren wir über die Entscheidung. Okay, ja, von der Satzung hat mir noch keiner was gesagt. Jo. Fakt ist halt, dass die Alternative gewesen wäre, sie gar nicht mitzunehmen. Und das hätte ich nicht gewollt. Aus bestimmten Gründen. Tank die nächste Woche bitte unten. Das lädt immer noch auf. Und aus Grün natürlich raus, ne? Wenn was hochläuft, bitte zurückspannen. Wie weit seid ihr eigentlich im Content, wenn ich mal fragen darf? Die Gilde hatte HC clear. Gelogen. HC, der Höllenfeuer Zitadelle, nur 12 von 13 und das vorher am 14. Februar 2016, also wo Legion schon längst angekündigt war. Und den Raid davor, also Tier 17 Blackrock Foundry, haben sie erst nach dem Release vor der Höllenfeuer Zitadelle clear gemacht. Respekt, das kann ich auch. Clear. Haben sich ein paar Leute daneben genommen, beziehungsweise machen Pause bis zur Legion. Okay. Alter, da ist immer noch kein Flash drin. Wieso gibt der Hunter mir eine Misdirection? Und wer hat gepult von euch? Außerdem. Der Hunter. Der Hunter muss gepult haben, wenn er eine Misdirection gegeben hat, denke ich mal, oder? Ich schau so gerade, ich hatte eine Misdirection. Ja. So lange, bis die Pause ist. Es ist erst 20.41 Uhr, zum Raid kommen wir ausgepinkelt etc. Mein beim Trash kann es natürlich kurz gehen. Ihr steht nicht da, wo ihr stehen sollt, ne? Vibe angesagt, Strich für einen kompletten Raid, danke. Sassy. What the hell? Ich kann nicht, Amma! Ich hab das was zu tun! Sterben lassen, Ball. Wenn er nicht zuhört, ne? Und das Gelaber hört dann jetzt auch auf. Konzentriert euch darauf, dass wir hier schnell durchkommen. Dankeschön. Reinlaufen und go. Und gewöhnt euch ab, nicht zu denken, ist ja nur NHC. Sonst gebe ich euch gleich, das ist nur LFR. Darf ich mal fragen, warum du dich da in die Mitte stellst? Da werden wir zu allen Seiten weggezogen. Bleib doch einfach bei grün stehen. Dann gehen wir nur auf die Suppe zu. Ich stehe so, dass man, wenn man sich dort verteilt, das wunderbar schafft. Wir spielen den so. Wir haben den auch auf HC so gespielt. Und das ist überhaupt gar kein Problem. Und noch was, der Spieler passt sich der Gilde an, nicht die Gilde dem Spieler. Danke, wir haben die Sachen auf Farmstatus. Ja, das ist ganz toll, aber... Also ganz ehrlich... Bitte diskutiere nicht mit dem Raid-Leiter, dankeschön. Ich will auch gar nicht mit dir diskutieren, ich will dir nur sagen, dass du unfassbar spielst. Du diskutierst gerade. Ja, nein, ich diskutiere gut. Nicht. Leute! Hallo! So.
dann Rain war mit einer Person weniger. Wieso ist denn das jetzt so eskaliert? Ja. Weil dein, ist dein Freund, ne? Weil dein Freund nicht die Klappe... Okay, dann Mann. Weil er sich nicht anpassen kann. Wir spielen den so und für uns gibt es eine Raid-Nachbesprechung nach dem Raid und da kann man sagen, da habe ich eine Frage, da habe ich einen Vorschlag. Aber da wir das Ding sowieso legen, muss man nicht dann noch diskutieren. Du, ja? Möchte Gurt nur was dazu sagen? Also, in der Raid-Nachbesprechung kannst du das gerne tun, danke. Also da das mein Ehemann ist, würde ich gerne jetzt was dazu sagen. Nur. Ja? Und wir gehen mit einer Person weniger. Sinitree, gehst du bitte auf DSC, danke. Hast du die Sache nicht abgeklärt, Gubbis Bato, wie das läuft? Eigentlich schon. Ja. Ich hatte die Satzung auch erwähnt. Ja. Dann ist es nicht unser Problem. Im Raid diskutiere ich nicht mehr. Und das im Anleiter-Raid. Yay. Wie schreibt es im Einsatz-Channel? Warum auch immer. Im Einsatz-Channel? Was steht im Einsatz-Channel? Wow, naja, wir haben HC Clear und nehmen deine Leute mal mit. Das hat sie geschrieben, die Kelly. Ah, ja? Yes? Ich glaube, wir wollen jetzt hier in einem Raid machen, oder? Ja, ich brauche einen kleinen Moment. Wenn das jetzt schon im NAC-Channel oder so. Da. Krass, wie die Leute sich wahrscheinlich. So. Es ist halt schade, dass die Leute nicht wissen, wer ich bin. Das ist echt schade. Muss man nicht kennen, oder warum? Sollte man. Weshalb? So, noch irgendjemand von den Neulingen, der sich nicht anpassen möchte? Weil die Guild-Mitgliedschaft von Kelitas ist, nachdem Tyristo gegangen ist und nachdem Kelitas meint, im Allgemein-Channel schreiben zu müssen, gegessen. Wie meinst du das jetzt? Ich war gerade irgendwie so ein bisschen... Ich habe Kelitas gerade aus der Gilde geworfen, nachdem sie im Allgemein-Channel meinte, über uns herziehen zu müssen. Ihr Mann hat vorher die Gilde verlassen, er hat sich nicht an die Satzung gehalten und sie ist gerade geflohen. Gut, die haben ja gesagt, sie kennen die Satzung nicht, ne? Ja, schon. Ja, aber das ist nicht mein Problem. Aber es ist ja jetzt kein Grund, so jetzt da einen Affen zu machen, so gesagt, nur wegen so einer kleinen Sache, nur weil die Leute in die Mitte laufen müssen, ist ja kein Problem. Ist wieder absolut unnötig. Und im Übrigen, die liebe Carrie sagt gerade, sie wären sowieso alle nur Shine-Raider, mit anderen Worten, es ist eine Verarsche. Dementsprechend, all die Leute, die heute zu uns gekommen sind, dürfen dann mal gehen. Dankeschön. Und tschüss. Das war ein Felper übrigens, ne?